Lieben, willkommen zurück zu Dance at Home mit dem Disco Fox, paarweise und mit Detlef. Hallo! Wir zeigen euch nochmal kurz zusammen den Grundschritt. Dann wollen wir ein bisschen was einbauen. Einmal eine Trennung, damit wir Platz voneinander bekommen, den sogenannten Schmetterling und dann das Damensolo und das Zurückdrehen. Und das können wir dann miteinander verknüpfen und dann habt ihr schon ein bisschen Werkzeug. Wenn dann ein Lied läuft mit Disco-Fox-Rhythmus, könnt ihr schon richtig doll drauf tanzen. Wir zeigen euch nochmal den Grundschritt. Wisst ihr es noch? Der Herr beginnt mit links, genau. Der Herr geht links nach vorne, die Dame rechts nach hinten. Wir zeigen es gerade mal. Und 1, 2, Tap, 1, 2, Tap, 1, 2, Tap, 1, 2, Tap. Mal umgekehrt, Dame geht rechts nach hinten, der Herr links nach vorne und 1, 2, Tap, 1, 2, Tap, 1, 2, Tap, 1, 2, Tap. Wie ich euch schon im anderen Video gesagt habe, ist es in diesem Fall ganz, ganz wichtig, dass ihr kleine Schritte macht. Und dass ihr das Tappen neben dem anderen Fuß macht. Denn der Tanz ist so schnell, dass ihr für große Schritte keine Zeit habt. Vielleicht guckt ihr gerade nochmal drauf. Wir drehen uns mal ein bisschen bei dem Grundschritt, damit ihr sehen könnt. Und 1, 2, Tap, 1, 2, Tap, 1, 2, Tap, 1, 2, Tap, 1, 2, Tap. Also ihr seht, es bleibt alles klein und minimal. Dann braucht man auch für diesen Tanz gar nicht so viel Platz. Jetzt zeigen wir euch, wie diese Trennung funktioniert. Ihr habt ja gesehen, dass die Dame immer zurückgeht am Anfang und der Herr immer nach vorne. Wenn wir jetzt die Trennung wollen, dann gibt es eine Stelle, da bleibt der Herr stehen. Er geht also nicht nach vorne, macht seine zwei Schritte Tap auf dem Platz, aber die Dame macht ihre Schritte ganz normal rückwärts. Und damit bekommen wir eine Trennung. Wir zeigen das mal. Ein bisschen diagonal vielleicht. Der Herr geht, wir beginnen erstmal mit dem Grundschritt nochmal. Vor, vor, tap, rück, rück, tap. Jetzt bleibt er stehen, macht das Ganze auf dem Platz und die Dame geht ganz normal ihre Schritte. Rück, rück, tap. Vielleicht gerade nochmal umgekehrt diagonal. Der Herr geht, wie gesagt, erst nach vorne und dann bleibt er stehen. Stehen, rück, rück, tap. Damit bekommen wir hier sehr schönen Raum. Jetzt können wir in den sogenannten Schmetterling gehen. Es gibt vielleicht auch noch andere Bezeichnungen dafür. Ich weiß nicht, Windmühle, keine Ahnung. Wir sagen jetzt einfach mal Schmetterling. Das ist eine leichte Drehung. Und zwar drehen wir uns nach links. Ich gehe meine Schritte nach vorne, schräg links diagonal und der Herr auch. Und zwar vor, vor, tap, vor, vor, tap, vor, vor, tap, vor, vor, tap. Dabei breiten wir unsere Arme aus und schließen sie wieder vor, vor, tap, vor, vor, tap, vor, vor, tap. Wir zeigen gerade nochmal den Einstieg. Also statt dass der Herr dann nach vorne geht, bleibt er stehen. Die Dame macht aber ganz normal ihre Rückwärtsschritte und dadurch bekommen wir dann den Platz. Und vor, vor, tap, rück, rück, tap, stehen, stehen, tap und drehen. Leicht nach links drehen. Sehr schön. Wie kommt man denn jetzt aus diesem Schmetterling wieder raus? Wir können jetzt an diesem Schmetterling das Damensolo dranhängen. Dann müssen wir uns wieder zurückdrehen und können wieder in diesen Schmetterling und wenn wir wollen, dann auch wieder entweder in den Grundschritt gehen oder wieder ein Damensolo dranhängen. Wir zeigen euch jetzt mal das Damensolo, wie es aussieht, wenn man das dranhängt. Wir beginnen gleich mit der Trennung. Die Dame geht zurück, der Herr auf den Platz. Rück, rück, tap, drehen und drehen und drehen und drehen und drehen, tap, tap. Das war jetzt sehr, sehr schnell.
Also der Mann macht seine Hand nach oben. Die Dame dreht nach rechts unter dieser Hand durch. Auf dem rechten Fuß steht links drauf und macht rechts das Tap. Also wir verlassen unser Muster nicht. Wir haben ja immer gesagt, zwei Schritte, ein Tap, die Dame immer beginnend mit rechts. Das ist auch hier ganz genauso. Rechts drehen, links drauf und rechts wieder Tap. Damit haben wir den rechten wieder frei. Das geht sehr, sehr schnell. Wir machen es mal im Originaltempo. Eins, zwei, Tap, die Trennung und trennen, drehen, drehen und eins, zwei, Tap. Bei dem Tap stehe ich wieder komplett vor dem Herrn. Habt ihr es gesehen? Also drehen, drauf, Tap. Drehen, drauf, Tap. Und der Herr macht was in der Zeit? Der Herr macht quasi seine Schritte auf die Stelle. Genau. Wir zeigen es nochmal im Fluss. Abtrennung und 1, 2, Tap, drehen, 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 Tap. Jetzt können wir feststellen, dass unsere Hände verdreht sind. Wir müssen also uns wieder zurückdrehen, die Dame, damit das hier wieder stimmt. Wir drehen uns nach links und gehen links drauf und machen rechts wieder das Tap. Somit sind wir genau wieder in der Ausgangssituation. Wir beginnen nochmal mit der Rechtsdrehung und machen dann gleich die Drehung zurück. Eins, zwei, Tap. Und jetzt gehen wir nach links rüber. Eins, zwei, Tap. Damit sind wir wieder rechts frei und können zum Beispiel wieder den Schmetterling dranhängen oder den Grundschritt in dem Fall. Und das können wir jetzt immer aneinander hängen. Drehen, drehen, Tap, rück, rück, Tap. Schmetterling. Und drehen, drehen, Tap und links herum zurück. Wichtig ist immer, dass ihr bei der 3 wieder auf eurem Tap seid mit dem rechten Fuß. Wir wünschen euch viel Spaß beim Üben und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.